herzlich willkommen zum zweiten Video über Prädikatenlogik im Videolernzyklus Einführung in die Logik. Was solltest du für dieses Video bereits wissen? Du solltest vielleicht schon verstanden haben, was eine prädikatenlogische Formel ist. Du solltest Sprachen und Strukturen kennen und du solltest Terme und Formeln kennen. Das sind alles Dinge, die wir im letzten Video schon gemacht haben. Also wenn du dich nicht mehr ganz genau daran erinnern kannst, dann schau doch einfach nochmal zurück und guck dir das letzte Video nochmal an. Denn was wollen wir in diesem Video machen? Wir wollen verstehen, was eine prädikatenlogische Belegung ist. Wir wollen die Interpretationen von Termen berechnen können und wir wollen die Gültigkeit von Formeln in Strukturen bestimmen können. Das heißt, in diesem Video gehen wir jetzt wieder von der Syntax zur Semantik. Das heißt, wir gucken uns an, wie die Bedeutung von Formeln in der Prädikatenlogik definiert ist. Erinnern wir uns nochmal daran, hier nochmal die Folie aus dem Begrüßungsvideo. Was wollen wir in der Prädikatenlogik anschauen? Zum Beispiel Formeln mit natürlichen Zahlen, Formeln mit reellen Zahlen, Formeln mit Mengen. Im letzten Video haben wir schon gesehen, dass all dies Formeln sind und wie wir das sozusagen formal als Formel auch definieren können. Was wir uns jetzt fragen ist, wann gelten diese Formeln? Ja, also ist es zum Beispiel wahr, dass für alle n gibt es ein m, so dass n plus m größer als n ist? Und was bedeutet es, dass das wahr ist? Dafür müssen wir zunächst Belegungen definieren. Also wir erinnern nochmal, wir schreiben wahr für die Menge der Variablen und in der Prädikatenlogik benutzen wir Kleinbuchstaben für die Variablen wie v0, v1 und so weiter und so fort. Wenn L eine Sprache ist mit Konstantenzeichen C, Funktionszeichen F und Relationszeichen R und A mit Universum A und dann CA, FA und RA für die jeweiligen Interpretationen eine L-Struktur. Das heißt, ich erinnere einfach nochmal, A ist einfach irgendwie eine nicht leere Menge, unser Universum. CA ist eine Menge von Interpretationen von Konstantenzeichen, also einfach eine Menge von Konstanten. FA ist eine Menge von Funktionen, die jeweils Funktionszeichen interpretieren und RA ist eine Menge von Relationen, die jeweils Relationszeichen interpretieren. Dann können wir definieren, eine Belegung für A ist eine Funktion Beta von der Menge der Variablen nach A. Das heißt, es wird einfach für jede Variable ein Element aus dem Universum zugeordnet. Einfach nochmal zur Erinnerung, wir hatten ja auch schon Belegungen in der Aussagenlogik definiert. Da wird für jede Variable einfach der Wert 0 oder der Wert 1 zugeordnet. Der Unterschied hier ist, dass wir nun beliebige Elemente aus dem Universum zuordnen können. Schauen wir uns jetzt mal ein Beispiel an, wenn wir wieder die Sprache der natürlichen Zahlen hernehmen. Also wir gucken uns hier an das Konstantenzeichen 0, die Funktionszeichen s plus und mal und das Relationszeichen kleiner und die normale Struktur der natürlichen Zahlen. Also wir haben wieder das Universum, die Menge der natürlichen Zahlen. Und die Interpretationen sind so, wie die Zeichen es vorgeben, also 0, s, plus, mal und kleiner, wie wir sie kennen. Dann können wir jetzt einfach eine Belegung definieren, die für jede Variable irgendwie eine natürliche Zahl zuordnet. Sagen wir einfach mal, Beta von v0 ist die Zahl 5, Beta von v1 ist die Zahl 7. Und ich lege jetzt einfach mal fest, Beta von vi ist einfach der Wert i für alle i größer als 1. Also Beta von v2 ist 2, Beta von v3 ist 3 und so weiter und so fort. Und dann haben wir für jede Variable vi irgendwie einen Wert zugewiesen. Und das ist dann eine Belegung. Wie können wir jetzt mit Hilfe von Belegung Terme interpretieren? Also nehmen wir uns einen L-Term t her, a eine L-Struktur und Beta eine Belegung für a. Dann ist die Interpretation von t wie folgt rekursiv definiert. Also wir definieren das jetzt genauso, so wie wir Terme definiert haben, Schritt für Schritt. Zunächst mal, wenn wir einen Term haben, der nur aus einer Variable besteht, also vi, wir wollen das interpretieren, dann sagt uns die Belegung eigentlich schon, was wir machen müssen. Wir schreiben das wie folgt, also wir sagen vi hoch a unter der Belegung Beta. Das soll einfach heißen, vi ist der Term, wird interpretiert in der Struktur a unter der Belegung Beta, ist einfach Beta von vi, also der Wert, den die Belegung für die Variable vi vorgibt. Das zweite waren Konstantenzeichen als unsere Terme. Das heißt, c ist unser Term. Dann wieder die Interpretation von C in der Struktur A unter der Belegung Beta ist einfach hier das Zeichen CA, was uns die Struktur schon hergibt. Ja, für Konstantenzeichen C aus CL, aus der Sprache, gibt uns die Struktur schon vor, wie wir die interpretieren sollen, nämlich das ist immer genau das CA, was ein Element von diesem großen CA in der Struktur ist. Und für Funktionszeichen machen wir das Ganze rekursiv. Also wenn wir den Term ft1 bis tn interpretieren, wir den in der Struktur a unter der Belegung Beta, indem wir uns das f hernehmen, das Funktionszeichen und die Interpretation von f ausrechnen, also f hoch a. Das steht einfach in der Struktur gegeben. Und nun wenden wir das an auf die Interpretation der einzelnen Terme. Also die Interpretation von t1 in der Struktur a unter der Belegung Beta und so weiter und so fort. Und die Interpretation des Terms tn in der
der Struktur A unter der Bedingung Beta für ein endschlägiges Funktionszeichen f und Term mit T1 bis Tn. Okay, Beispiel. Ja, ich denke, dann wird es auch klarer. Wir betrachten uns den Term Ln für die Sprache der natürlichen Zahlen aus dem letzten Video. Also T ist der Term S von 0 plus S von 0. Wir gucken uns die normale Struktur der natürlichen Zahlen n an. Und die Belegung Beta ist der Einfachheit aber jetzt einfach mal gegeben durch Beta von Vi ist gleich i für alle i. Na, das kann man sich am besten merken. Beta von Vi0 ist 0, Beta von Vi1 ist 1, Beta von Vi2 ist 2 und so weiter und so fort. Wie sieht die Interpretation dann aus? Also der Term T interpretiert in der Struktur n unter der Belegung Beta ist einfach wie folgt. Wir schauen uns den Term an. Jetzt nehmen wir die Funktionszeichen her. Das sind die S. Also hier wieder grün für Symbole. Und das S wird interpretiert in der Struktur n. Und dann wenden wir das an auf die 0 interpretiert in der Struktur n, dann das Plus interpretiert in der Struktur n und so weiter und so fort. Also wir interpretieren jetzt alle grünen Zeichen, die der Term hat, in unserer Struktur. Und dann bekommen wir die blauen Zeichen, das sind die Interpretationen, also S von 0 plus S von 0. Und jetzt können wir einfach ausrechnen, was das ist, weil jetzt wissen wir, okay, S, das blaue S, die Interpretation ist aber die Nachfolgefunktion, der Nachfolger 0 ist der 1 und der Nachfolger der 1 ist die 2, das heißt, wir bekommen raus 1 plus 2 und das ist, wie wir schon alle wissen, 3. Und das heißt, sobald wir einmal interpretiert haben, können wir einfach berechnen mit den normalen Funktionen, die wir haben, was da am Ende rauskommt. Das heißt, die Interpretation des Terms T in der Struktur N unter der Belegung Beta ist einfach 3. Gucken wir uns ein zweites Beispiel an. Wir gucken uns den anderen Term an aus dem letzten Video. Also T' sagen wir, ist einfach 0 plus V3. Hier kommt die Belegung jetzt endlich auch ins Spiel. Weil wenn man sich das oben nochmal anschaut, da haben wir das Beta überhaupt nicht richtig benutzt, weil wir sowieso nur Konstanten und Funktionszeichen hatten, gar keine Variablen. In diesem Fall ist es anders. Also die Interpretation von T' in der Struktur n unter der Belegung Beta ist, wir falten das einfach nacheinander wieder auf. Wir interpretieren die 0, wir interpretieren das Plus und wir interpretieren V3 in n unter der Bedingung Beta. Die Interpretation der 0 ist einfach 0, die Interpretation von Plus ist einfach Plus. Die Interpretation von V3 in der Struktur n unter der Bedingung Beta ist der Wert von Beta für die Variable V3. Und das wissen wir schon, das ist einfach 3, das heißt, wir bekommen hier 0 plus 3 und das ist wieder 3. Ja, das heißt, unsere beiden Terme haben zufälligerweise genau die gleiche Interpretation, obwohl die Terme völlig unterschiedlich ausschauen. Und ich erinnere nochmal einfach, in der Interpretation des obersten Terms haben wir die Belegung gar nicht gebraucht. Das ist egal, was wir für eine Belegung nehmen, weil da keine Variable drin vorkam. Unten kam eine Variable drin vor, da ist es schon sehr wichtig, welche Belegung wir genommen haben. Wenn wir eine andere Belegung genommen hätten, wäre da auch was ganz anderes rausgekommen. Okay, jetzt wo wir wissen, wie wir Terme interpretieren, können wir uns auch die Gültigkeit von Formeln anschauen. Also, wie sind Formeln zu interpretieren? Formal erstmal wie folgt. Also sei Phi eine L-Formel, A eine L-Struktur und Beta eine Belegung für A. Dann, wir schreiben das wieder wie folgt, das kennen wir auch ein bisschen schon aus der Aussagenlogik. Wir sagen hier, A glaubt Phi unter der Belegung Beta oder A glaubt Phi für Beta. Und das ist wie folgt rekursiv definiert. Zunächst, wenn wir eine Formel haben, die nur aus der Gleichheit von Termen besteht, also A glaubt T1 gleich T2 unter der Belegung Beta, genau dann, wenn die Terme gleich sind, also wenn die Interpretation gleich ist. Also wenn T1 interpretiert in der Struktur A unter der Belegung Beta genau das gleiche ergibt wie T2 interpretiert in der Struktur A unter der Belegung Beta. Zum Beispiel in unserem vorherigen Beispiel auf der letzten Folie, da war es einfach der Fall, dass T gleich T' ist in den Interpretationen. Das heißt, A glaubt T gleich T' unter unserer Belegung Beta. Wenn wir Relationszeichen haben, machen wir das so ähnlich. Also A glaubt P T1 bis Tn genau dann, wenn P interpretiert in der Struktur A gilt für die Interpretation von T1 bis Tn jeweils in der Struktur A unter der Bedingung Beta. Dann A glaubt nicht Phi oder nicht Psi unter der Bedingung Beta. Genau dann, wenn nicht gilt, dass A Psi glaubt unter der Bedingung Beta. Das heißt, wir schauen einfach, ob Psi gilt und wenn wir das wissen, dann in der Struktur A unter der Belegung Beta natürlich, dann können wir auch nachrechnen, ob nicht Psi gilt. So ähnlich gilt es auch für die Konjunktion, also A glaubt Psi1 und Psi2 unter der Belegung Beta, genau dann, wenn A Psi1 glaubt unter der Belegung Beta und A Psi2 glaubt unter der Belegung Beta. Und zum Schluss, ein bisschen komplizierter, da muss man nochmal einmal gut aufpassen, die Definition der Interpretation des Existenzquantors. Also A glaubt, es gibt ein V Psi unter der Belegung Beta, genau dann, wenn, was soll das heißen? Also, anschaulich erstmal, genau da, wenn es irgendwie ein Beispiel aus dem Universum gibt, was das wahr macht. Formal wie folgt, also wenn es ein A aus dem Universum gibt, sodass A die Struktur glaubt,
das Psi gilt unter der Belegung Beta Strich. Und bei der Strich ist es die Belegung, die eigentlich fast immer gleich Beta ist. Also Beta Strich von Vi ist gleich Beta von Vi. Weil immer die Variable nicht dieses V ist, über das wir quantifizieren. Also für Vi ungleich V. Denn an der Stelle V müssen wir genau das A einsetzen. Unser Beispiel aus dem Universum. Also Beta Strich von V ist gleich A. Das heißt, was heißt das nochmal anschaulich? Also A glaubt, es gibt ein V Psi unter der Belegung Beta. Genau, dann werden wir ein Beispiel finden aus dem Universum der Struktur. Irgendein A aus A. Sodass, wenn wir das einsetzen, für V der Wert wahr wird. So kann man sich das vorstellen. Schauen wir uns nochmal ein Beispiel an für die Gültigkeit von Formeln. Also wie immer, wir betrachten die Sprache der natürlichen Zahlen, die normale Struktur der natürlichen Zahlen mit dem Universum, die Menge der natürlichen Zahlen, 0, s plus mal und kleiner. Und hier mit der Belegung Beta, die gegeben ist durch Beta von Vi gleich i, also wie im Beispiel für die Terme. Und wir schauen uns die folgende Formel an, hier noch in grün, also rein syntaktisch. V0 plus S V0 in Klammern mal V3 ist kleiner als V2. Jetzt fragen wir uns, ob diese Formel wahr ist in der Struktur N. Du kannst ja vielleicht gerne mal einfach selber probieren und das Video auf Pause stellen und mal ausrechnen, was du da rausbekommst. Ich löse es einfach jetzt hier mal auf. Und zwar geht es wie folgt. Also A glaubt Phi unter der Belegung Beta. Genau dann wenn. Für V0 müssen wir 0 einsetzen. S von 0 kennen wir schon, das ist 1. Also 0 plus 1 mal für V3 wird 3 eingesetzt, also mal 3 ist kleiner als 2. Rechnen wir das aus, 0 plus 1 ist 1, mal 3 bleibt 3, also 3 ist kleiner als 2. Das gilt nicht. Das heißt, A glaubt nicht, dass Phi gilt unter der Belegung Beta. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an für eine andere Belegung Gamma. Und jetzt machen wir hier mal Gamma von Vi ist gleich i, für i ungleich 2 und Gamma von V2 ist 10. Also wir interpretieren einfach ein bisschen das V2 anders, damit die Formel auch oben mal wahr wird. Schauen wir uns an, ob wir das richtig gemacht haben. Also A glaubt Beta, glaubt Phi unter der Belegung Gamma. Genau dann wenn. 0 plus 1 mal 3, das bleibt alles so von der Interpretation, jetzt kleiner als 10. Bei V2 bekommt es den Wert 10. Also es gilt genau dann, wenn 3 kleiner als 10 ist. Das ist wahr. Das heißt, A glaubt Phi unter der Belegung Gamma. Was man hier ganz schön sehen kann, ist, dass ob eine Formel Phi wahr ist in einer Struktur, eben nicht nur von der Struktur abhängt, sondern auch ganz essentiell von der Belegung, wenn wir da Variablen drin haben. Okay, fassen wir mal zusammen, was wir in diesem Video gelernt haben. Wir haben uns die Bedeutung, Interpretation bzw. Gültigkeit von prädikatischen logischen Formeln angeschaut. Das heißt, wir können jetzt nicht nur syntaktische Formeln definieren, sondern wir können sogar sagen, wann diese Basis. Das geht sowohl für die natürlichen Zahlen, für die reellen Zahlen, für Mengen und man kann sich das ganz abstrakt vorstellen. Es gibt ganz viele verschiedene Beispiele, wo man Formeln bilden kann über gewissen Strukturen und wir können jetzt immer sagen, wann diese gelten oder wann sie nicht gelten. Ist das das Ende der Logik? Natürlich nicht. Ja. Ich meine, was gibt es noch zu lernen in der Logik? Ganz, ganz viel. Der nächste Schritt, was man sich von hier aus anschauen könnte, wenn euch das interessiert, ist zum Beispiel der Gödel'sche Vollständigkeitssatz. Was besagt der? Der sagt, eine Formel ist beweisbar genau dann, wenn sie in jeder Struktur unter jeder Belegung gilt. Also solche Formeln nennt man auch allgemeingültig, weil sie gelten ja immer, also unter jeder Belegung für jede Struktur. Und um da noch mehr Sinn reinzubringen, müsste man natürlich erstmal verstehen, was es heißt, dass eine Formel beweisbar ist. Mach mal mit dem sogenannten Hilbert-Kalkül. Und wenn dich das interessiert, kannst du ja gerne nochmal in mein Skript schauen. Das ist auch auf der Homepage verlinkt und auch auf dem allerersten Video. Da steht das sofort im nächsten Kapitel. Und wenn man den Gödel'schen Vollständigkeitssatz gemacht hat und ein bisschen sich mit Beweisbarkeit beschäftigt, dann kann man auch schnell auf den Gödel'schen Unvollständigkeitssatz kommen. Aber das ist vielleicht für dieses Video jetzt ein bisschen viel. Aber ich lade dich herzlich ein, dich weiter damit zu beschäftigen und ich hoffe, du hast viel Freude gehabt mit den anderen Videos und diesem hier auch schon.